Aufgrund der hohen Treibstoffpreise haben die Freiheitlichen einen Beschlussantrag eingereicht. Sie fordern die Landesregierung auf, den gesetzgeberischen Spielraum zu nutzen, um die Preise zu senken. Das Leben wird immer teurer. Die Strom- und die Treibstoffpreise explodieren. Zudem muss für viele Lebensmittel tiefer in die Tasche gegriffen werden. Und das bei gleichbleibenden Löhnen. Die Landesregierung hat am Dienstag beschlossen, die Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen mit einem 500-Euro-Bonus zu unterstützen. Der Obmann der Freiheitlichen, Andreas Leiter-Reber, ist davon überzeugt, dass das Land in puncto Treibstoffpreis etwas unternehmen muss und kann. Wir sehen, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr ans Monatsende kommen. Zwischen den gestiegenen Kosten beim Strom, bei den Energiepreisen und jetzt auch noch die Preise an der Zapfsäule, die wirklich explodiert sind. Und jetzt, spätestens jetzt, muss das Land die Möglichkeit ergreifen, hier das Gesetz anzuwenden, das seit Jahrzehnten ja schon Südtirol ermächtigt, auch einen Spielraum zu haben bei den Treibstoffpreisen. Derzeit macht das Land ja genau das bei den Grenzgemeinden, wo Bürger und Bewohner der Grenzgemeinden hier einen verbilligten Tarif haben können. Dieses Gesetz gilt es auszuweiten auf das ganze Land, beziehungsweise Möglichkeiten zu suchen, um mit diesem Gesetz eben die Treibstoffe in ganz Südtirol billiger zu machen. Der Obmann der Freiheitlichen, Andreas Leiter-Reber, hat einen Beschlussantrag eingereicht. Im April soll er behandelt werden. Ich bin sicher, wenn wir alle gemeinsam wollen und eine Mehrheit in diesem Landtag dafür ist, dass man das innerhalb dieses Jahres auch auf die Reihe bekommt. Eine Mehrheit muss zustande kommen und ich denke, dass jetzt angesichts der hohen Preise und angesichts der Tatsache, dass auch unser Mittelstand völlig verloren geht, denn wir reden nicht mehr von Sozialhilfen oder irgendwelchen Zuschüssen für Beiträge für Geringverdiener, sondern der arbeitende Südtiroler kommt nicht mehr um die Runde. Und hier gilt es einzugreifen und da haben wir die Verantwortung, auch etwas zu tun. In welchem Kontext?